Achso, jetzt singen, ja. Singen wir schon. Wer mal den Pfälzerwald besucht, der hat besonders gut gebucht. Wer Urlaub macht im Pfälzerland, hat Weih, hat Ruh und hat Verstand. Worüber man bei uns hier lacht, das ist die Elbe-Tritsche Yacht. Und hierfür braucht ein jeder Mann Laterne, Sack und eine Stang. Ja, wo bleibt sie dann? Ei, ich warte schon lang. Ja, was ist dann los? Wo sind dann diese Viecher bloß? Ja, wo bleibt sie dann? Ei, ich warte schon lang. Ja, was ist dann los? Wo sind die Elbe-Tritsche bloß? Die Elbe-Tritsche, die ist Probe sehr schon vorbei, gell? Sie kommt nur nachts aus ihrem Bau, hat Ohren wie ein Eichenblatt und frisst sich nur im Walde satt. Auch sonst ist sie sehr interessant, weil man bei ihr schon Eier fand. Man fängt sie nachts von 11 bis 3, ist Abschuss und gebührenfrei. Ja, wo bleibt sie dann? Ei, ich warte schon lang. Ja, was ist dann los? Wo sind dann diese Viecher bloß? Ja, wo bleibt sie dann? Ei, ich warte schon lang. Ja, was ist dann los? Wo sind die Elbe-Tritsche bloß? Vor Jagdbeginn trinkt man viel Wein, dann trifft man sich bei Mondenschein. Der Urlaubsgast am Waldesrand hebt ihn den Sack und ist gespannt. Der Pelzer nimmt jetzt seine Stang und jagt das Vieh den Wald entlang. Der Fremde steht im Wald die Nacht, der Pelzer aber trinkt und lacht. Ja, wo bleibt sie dann? Ei, ich warte schon lang. Ja, was ist dann los? Wo sind dann diese Viecher bloß? Ja, wo bleibt sie dann? Ei, ich warte schon lang. Ja, was ist dann los? Wo sind die Elbe-Tritsche bloß? Oh, wo, da sitzt eine.